Okay, also einmal ab durch die Stadt. Oh, yeah, ein neues Kapitel. Der Untergang. Das klingt sehr bedrohlich. Los, Tora. Okay. Suchen wir die Überlebenden. Suchen wir mal nach den Überlebenden. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr so viel. Ich glaube, das war mal eine wirklich schöne Stadt hier. Eigentlich sehr hübsch. Gegen diese Bestien haben sie keine Chance. Gott. Ich glaube, die freuen sich da auf uns. Aber wir sind so viele Level höher als die. Level 20? Wir sind 38. Mache ich dem überhaupt Schaden, wenn der da unten so kriecht? Als hätte der irgendein Schild. Ich glaube, der hat sogar ein Schild. Kann das sein? Hat der irgendein Schild um sich? Irgendwie erinnert mich das Lied, was gerade im Hintergrund lief, so ein bisschen ja, auch an WoW, an die Horde-Musik. So diese männlichen Chorgesänge erinnern mich immer so ein bisschen an Horde-Soundtracks. Also ich mag generell Chorgesänge gerne. Das klang sehr nach WoW. Wenn man Orgrimmar betritt. Nein, nicht wieder runter. Sonst sind überall durchsichtige Wände, weißt du? Und dann falle ich einmal runter. Nee. Okay, ich glaube, ich habe auch keine Karte hier für die Stadt mal wieder, ne? Gut, man muss eh nur geradeaus laufen. Da passiert nicht so viel um einen herum. Da sind noch ein paar Gegner. Ach, hier ist ein Heiler da hinten? Ja, Protes. Da ist auch irgendwo ein Heiler in der Ecke. Da, der Heiler. Nee, weg mit dir. Gran Feiro. Er juckt einem der Kopf. Oh. Na, jetzt schon wieder so die Passage im Hintergrund. Da muss ich irgendwie an WoW denken. War eher beim WoW Classic Intro. Ja, stimmt. Ja. Aber Onkel Margit auch. Ja, dieses Intro, was ich nicht nachsingen kann. Dö, dö, dö. Manchmal, da hat man so Tage, die sind da. Und dann sind die aber auch ganz schnell wieder weg, Lederchen. Ganz schnell. Versprochen. Blutige Haut. Was auch immer ich damit machen kann. So, wir gehen mal hier rein. Ich schieb den mal hier zur Seite, den Typen da, der da unten liegt. Ich finde ja so, also ich mag sehr gerne so
orientalische Städtebauten. Einfach schön. Einfach schön. Was? Wer? Wo? Ach, ein Wuffi! Gerade gar nicht gesehen, aber halt mich. Die Hand, die Faust. Wenn ich die richtig einsetze, dann werde ich geheilt. Oder war das Torgal? Nee, die halten mich nicht. Okay, sah irgendwie gerade so aus. So. Aber hier ist Heilung. Nee, doch nicht. Gil. Okidoki, hier oben können wir noch was holen. Orientalisches Design ist immer so irgendwie so verträumt, finde ich. So, ja, mit den ganzen Mustern und so blumig. Ist einfach ein schönes Design. Runde Formen. Da fliegen die Soldaten hoch, ey. Oh, 2000 Gil. Ich sammle hier so viel Gil und ich gebe die halt kaum aus, ne? Oh, das sieht nach einer Arena hier hinter aus, würde ich sagen. Eine arenische Arena. Oh. Sicher? Das sah eher aus wie ein kleiner Pups. Aber ich bin mir nicht sicher. Wobei hier ist irgendwie, glaube ich, gerade hinter jeder Tür so eine Mini-Arena halt, ne? Liegt er. Hä? Ew. Was ist das denn? Ein Kriegsherr? Naja. Ach, der kann sich so... Ah, der kann sich so teleportieren, so. Da, schon wieder. Weg ist er. Wie gemein. Das ist ja... Hä? Was ist das denn? Wie soll ich ihn so... Wie soll ich ihn denn so attackieren? Also, ich kann ihn zwar so ein bisschen kratzen, aber er portet sich ja gleich wieder weg. Ja, zack, da ist er wieder. Ein Feigling! Ein Feigling ist das. Oh. Okay, gebrochen. Let's go.
No. Hör auf, dich wegzuporten. Ah. Daneben. Stirb jetzt. Tata. So. Der Stadtrat tagt. Ah ja, wir müssen zum Stadtrat. Ich hab jetzt irgendwas hier übersehen. Außer die ganzen Leichen. Schwing. Okay, auf zum Landrat. Oder Stadtrat. Niemand hier. So wie in der Arena. Hier wird garantiert noch gekämpft. Ich sag's euch. Die ist hier nicht umsonst. Ja, sag ich doch. Geister. Es klingt so, als wäre unser nächster großer Gegner dann tatsächlich Ultima. Habe ich jetzt kein Böckchen drauf. Für ein Monster, das sah cool aus. Oh oh. Du sorgst für gehörigen Tumult. Aber ich hatte nichts anderes von dir erwartet, Mythos. Schicke Rüstung. Du, wer putzt die? Langsam könntest du dich vorstellen. Erst entweichst du unser Grab. Und jetzt bist du hier. Mit einer Armee voll Marionetten. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen wie du und ich. Nur ich glaube, ich Mückenstich. Belastet, der unser eins seit langer Wichtige Zeit Info. So glaube, ich Mückenstich. Sie sind rein. Sie sind göttlich. Was? Dies war eine Stadt des Frevels. Und nun sind es nur sie, die noch stehen. Dafür wirst du bezahlen. Wie du wünschst. Ich gebe zu, dass ich mich sehr auf diesen Augenblick gefreut habe. Gestattet mir dieses Vergnügen, Majestät. Der Leib wird nicht zu Schaden kommen. Seht ihr mich in dem Helm eigentlich? Also, ernst gemeinte Frage. Kann man da... durch die Schlitze gut sehen oder sind die nur für, zum Atmen da? Ach, Sleipnir, okay, okay. Müsste die Rüstung bei dem ganzen Feuer nicht schmelzen? Also, frag für einen Freund. Thank you.
fand ich den Ork vom, von der Arena davor irgendwie nerviger. Wobei, der kann sich auch wegteleportieren. Ah, hab ich mich verdrückt. Haha, gebrochen. Der überhaupt Luft? Vielleicht kann ja das deine Flammen entfachen. Was jetzt? Ein Geschenk aus dem Arsenal meines Lehnsherrn. Sieh genau hin. Darf ich das Schwert haben? Ich wollte gerade sagen, ich fand ihn bis gerade noch nicht nervig. Ja. Mal gucken. Okay, seine Reichweite ist dadurch natürlich immens gesteigert. Aha. Was habe ich getan? Was passiert hier? Ich sollte hier weg, ich sollte hier weg. Au, 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 au. Wer von denen bin ich? Wo ist mein Feuer? Welcher Feuereffekt gehört mir? Ah ja. Nibelungennarbe. Ich sehe nichts. Wo ist der? Ich glaube, der holt aus, oder? Nee. Die ganzen Schadenswerte. Oh Gott, es wird noch springen dabei. Ah nein! Hilfe! Springen, weg und... Wie soll man das denn... Okay, hat geklappt. Der holt aus, Hilfe! Au, 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 au! Was passiert hier? Okay, bei der Nibelungennarbe sollte man nicht zu nah... Hilfe! Ah! Wieder reingesprungen. Ah. Sollte man nicht zu nah an ihn ran sein. Kriechen das... Was? Wo bin ich? Ah, da bin ich. Okay. Na, warte, weg, weg hier. Rat, was? Ratter, Ratter, Rott, was? Ratata? Warte, ich sollte hier raus. Ich muss hier raus. Weg hier, weg hier. Tschüss. Hilfe! Au! Wo ist er hin? Wuh!
Da ist er wieder. Wah! Okay, mal eben heilen, ey. Komm schon, stirb jetzt. Ein Pixel noch, komm. Wo ist er denn? Da. Oh, oh Mann. Oh, immerhin ein... Ich glaube Level 40... Nee, fast Level 40. Level 39 immerhin schon. Immerhin. Blutrotes Abzeichen, okay. Der Leib ist stark. Mein Herr. Wo war das aufregend? Für mich auch. Für meine Finger vor allem. Meine armen Finger. Aber ist er jetzt wirklich schon so einfach? Ich hätte ihn jetzt irgendwie stärker, also noch stärker eingeschätzt, dass er noch irgendwelche 1000 Verwandlungen hat oder so. Ja, zum Glück auch. Aber hat er nicht? Ja, tun wir. Passiert doch jetzt noch was. Wir sind leider zu spät gekommen. Oh nein. Die Akasischen waren schon da. Nun, ihr habt's versucht. Wir waren alle zu spät. Wegen den Nebenquests, ich sag's euch. Wenn wir die Nebenquests nicht gemacht hätten. Nichts. Hoffe ich. Der lebt doch noch. Also sorry, aber... Er geht nicht ganz in Äther auf. Okay, okay. Spätestens jetzt ist er tot. Allewiger. Oder auch nicht. Oh oh. Verlässt du uns schon? Mythos. Der König. Oder er verschmilzt mit Sleipnir. Ganz recht. Kniet nieder vor Barnabas Tarm. Wächter von Ashra und König von Valut. Zurück. Mit nur einer Hand. Mm. Wild und ungestüm. Enttäuschend für den Bezwinger meines teuren Kommandanten. Dennoch sehe ich, warum mein Meister dich begehrt. Die Macht in dir, Mythos. Die Chance. Hör auf, mich so zu nennen! Aber Mythos ist der Anfang. Du bist das Fundament der Schöpfung, der Leib des Herrn. Das ist dein Zweck. Mein Zweck? Mirkfalken, oh ja. Soll ich diesem Ding Körper und Seele aushändigen? Stimmt. Nein, Majestät. Mein Leben gehört mir. Ich habe meinen Freunden ein Versprechen gegeben. Und nichts wird verhindern, dass ich es halte. Lässt dich von diesem Irrglauben des freien Willens deiner wahren Größe berauben? Wahrlich, wie ein wucherndes Geschwür.
das entfernt werden muss. Er kämpft einfach ohne Schwert. Wieso haben die alle so lange Schwerter und ich habe nur so ein Messerchen dagegen? Als ob ihn das aufhält, also. Unermessliche Macht. Und sie nutzen sie als Krücke. So verschwindet. Wird sie jetzt auch getroffen? Chill. Wird er es schaffen? Phönix kann Wunden schließen, doch der Geist muss allein heilen. Ich befürchte, ab jetzt liegt es an ihm. Dieser Ort ist erstaunlich. Ein Bau solchen Ausmaßes. Doch ihr haltet ihn versteckt? Im Schiff da sind Wunder, für die wir noch nicht bereit sind. Wenn die Gilden davon Wind bekämen, würden sie alle anklopfen. Und wie geht's ihm? Die Frage ist, wie geht Jill? Mach dir keine Vorwürfe. Er hat kaum geatmet, als ihr angekommen seid. Er wäre gestorben, wärst du nicht gewesen. Nein, Barnabas mag jede einzelne Sehne in Clives Körper durchtrennt haben. Doch er ging sicher, dass er ihn nicht töten würde. Jede einzelne Sehne? Erlaubt mir, eure Lordschaft. Was fällt mir denn bitte ein, euch die Arbeit aufzuhalsen? Ich bringe meinem kranken Neffen liebend gerne eine kleine Stärkung. Ein Schlückchen Wein, sicher, das hilft im Koma. Ihr habt schon so viel für uns getan. Pumpt eure Gel in unser Versteck und jetzt das Schiff. Ich will nicht unhöflich sein. Du riskierst dein Leben. Und wofür? Du kennst mich doch kaum. Warum? Cosplayerin lebt noch. Ja. Gott sei Dank. Das geht vielleicht zu weit. No. Clive! Du bist wach. Mein Junge. Ich möchte einfach nur helfen. Denn die Welt rettet sich nicht selbst. Es war Sid. Dein Vater, der mich das gelehrt hat. Klingt nach ihm. Tu das ja nicht nochmal. Wo sind die Valuta? Viele Haare. Die Feiglinge sind abgehauen. Auf ihrer Galeone. Mit dem König an Bord, natürlich. Die Einherja segelt nicht ohne ihn. Clive. Jill ist nicht bei uns. Ja, ne? Was meinst du?
Während sie dich gerettet haben, hat sie den Weg versperrt. Keine Sorge, Matt. Jill lebt. Wir spüren den Äther ihrer Esper. Und solange das so bleibt, ist es sicher, dass sie noch lebt. Wir folgen der Schwarzen Galeone. Jill ist beim König, ich weiß es. Na, viel Glück dabei, denn mein Schiff kommt hier nicht los. Der König hat sie wahrscheinlich irgendwie festgenommen oder so. Sieht aus wie ein wilder Chocobo und die Teile kommen damit nicht klar. Aber du hast eine Idee. Ja, aber ich brauche noch was. Mein Paps hat das sicher kommen sehen. Wenn ich seine Schriften hätte. Wenn du seine Schriften hättest, dann lägst du unter einem Felshaufen begraben. Otto hat aber noch ein paar retten können. Er müsste einige Seiten in seinem Lager haben. Dann müssen die wohl reichen. Tut, was ihr könnt, um ihr zu helfen. Ich rede mit Otto. In deinem Zustand? Du gehörst ins Bett. Mag sein. Aber die Welt rettet sich doch nicht selbst. Okay, Otto. Mal gucken, was er alles noch so behalten hat von Sid.